So, dann werde ich mich jetzt hier erstmal ausruhen. Ah, schön. Ja, hier in der freien Natur, da ist schön. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ein Akzent war. Es war so eine Mischung aus bayerisch, sächsisch. Und die Bayern und Sachsen unter uns, unter euch, die werden mich jetzt lynchen und sagen: Oh mein Gott, wie kannst du nur unsere Sprache so verarschen, verurteilen? Wir werden dich böse angucken. Nein, ich habe nichts gegen Sachsen. Und auch nicht gegen Bayern. Also, meine Freundin kommt aus Sachsen. Also von daher, gegen Sachsen habe ich absolut überhaupt nichts. Okay, was soll ich tun? Ich soll zum Tumpre Tum, ne, Tunapresee gehen und Spricksammler erledigen. Und das hier sind seltsame Ribbits. Okay. Seltsame Ribbits. Wieder ein neues Wort gelernt. Lalalala. Spricksammler. Und welcher See zur Hölle ist das denn? Ach, da oben. Okay. Ach, dieser komische da. Und ach so, Weißfuß Darus muss ich auch erlegen. Das machen wir doch gleich mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Die hatte ich doch hier. Da haben wir sie. Und los geht's. Lalalalam. Nee, also und gegen Bayern habe ich auch absolut nichts. Also ich kenne viele Bayern und die sind. Ja, was heißt viele? Zwei. Und die sind echt voll okay und. Also es gibt sicherlich einige böse Bayern. Schrägstrich CDU, CSU-Politiker, aber. Naja. Dass da so auf dieses Thema wollen wir erst gar nicht zu sprechen kommen, weil da kann ich mich nämlich teilweise echt in Rage reden. Ja, und wie ihr seht schon, teilweise wird es jetzt hier schon schwieriger. Jetzt greifen die schon teilweise zu zweit an, aber ich mache gleich ein Level up und was das bedeutet, wissen wir ja. Das bedeutet mehr Schaden, mehr Weißfuß-Daru-Fleisch für uns. Und irgendwie brummt mein PC gerade ganz komisch. Jetzt nicht mehr. Und da ist der letzte Weißfuß-Daru, den wir auf diesem Planeten noch haben. Und diesen werden wir sofort erlegen, damit es nie wieder zu einer solchen Epidemie kommen kann. So. Dies war's. La la. Die Quest muss ich da hinten bei den komischen Viechern, bei der komischen Hexe abgeben. Na komm, rede mit mir. Okay, Dankeschön. Und okay. Okay, so, Dankeschön. Und dann werde ich die Hexe bei der Quest abgeben. Ich möchte gerne diese Hexe abgeben. Ich habe auch noch den Kassenbon. So, hier, dahin. Die da. Ist es die da? Oh, klick, 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 klick. So, was muss ich jetzt? Einen Sporenbeutel von einem Kleepilz holen. Wo finde ich denn bitte einen Sporenbeutel von einem Kleepilz?
Sporenbeutel von einem Klebpilz suchen. Ah, das ist nämlich eine sehr schöne Erfindung hier in Ion. Man kann sich einige Sachen auf der Karte markieren lassen. Die sind in der Quest so blau angezeigt. Diese speziellen Sachen. Und hier haben wir auch schon den Klebpilz. Das ist immer eine sehr, 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 sehr gute Sache. Das finde ich auch sehr schön, dass man diese Möglichkeit hat. Und warum zur Hölle bin ich ein seltsames Ribbit? Cool. Yay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo zur Hölle? Ja, das passiert ab und zu, das ist story-relevant. Und das hat einfach damit zu tun, dass, ja, wenn man die Story verfolgt, ne, dann bekommt man halt ab und zu solche Cutscenes. Und dadurch, dass ich jetzt gerade nichts höre, weil das echt sau leise ist, aber ich will es auch jetzt nicht zu laut stellen, weil ich dann Angst habe, dass ihr das dann hört. Keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Und, auf jeden Fall muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen rumfliegen und rumfliegen lassen. Ja. Ich fliege. Ja, so sieht es auch übrigens aus, wenn man Flügel hat. Mit Verandi sprechen, okay? Ja, jetzt bin ich wieder zurück. So, alles klar. Dies war's. Wieso bin ich jetzt so nah rangezoomt? Das mag ich nicht. Jetzt können wir wieder zurück in unser friedliches kleines Dorf gehen. Beziehungsweise dann auf dem Rückweg in den Tunapresee gehen und da noch ein bisschen Viecher platt machen, die uns nichts getan haben, aber einfach mal da sind und platt gemacht werden wollen. Da hinten sehen wir einen anderen Spieler namens Beatrix. Ja, so sieht es übrigens aus, wenn sich Spieler ganz klein machen. Ich finde es süß. Und ich muss sie mal anders hinsetzen. So, hier wieder den wunderschönen Baum. Lalala, 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 lalala. Lalala. Was soll ich da machen? Ein Ribbit. Ach, jetzt habe ich das dafür gefailt, was ich da noch machen muss. Egal. Tuna-Präsee gehen und Spricksammler erledigen. Spricksammler waren doch diese komischen. Diese bösen, 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 bösen. Da haben wir schon mal einen Sprick-Wachposten. Sprick-Wachposten. Netzschlink, das ist es nicht. Wachpostensammler, den nehmen wir. Go, go! Ach Mist, jetzt habe ich gefailt. Ich hätte ja erst, naja, wurscht. Das war Nummer 1. Und da ist Nummer 2. Und ich bleibe natürlich an einem Stein hängen. So, tot. Nein, nicht. Schade. Lalalalalalalalala. Wachposten, Anführer, Sammler. Und zack, das geht hier doch flotter als Flotti. Wer nicht weiß, wer Flotti ist, ich weiß es auch nicht. Das sind Kämpfer, Sammler. Okay. Anführer, Kämpfer,
Wachposten, Anführer, Sammler. Dann brauchen wir nur noch einen Sammler. An, da ist noch der letzte Sammler, den wir noch brauchen. Und ja. Boah, ich muss mich mal eben strecken, weil irgendwie ich habe heute Nacht nicht sehr gut geschlafen. Ich bin nämlich ein wenig müde, deswegen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, deswegen. Ich pumpe mich auch schon den ganzen Tag mit Cola voll, dass ich einigermaßen wach werde. Weil das bringt immer nicht so viel. Wenn man wirklich mal, wenn man wach werden will oder wach bleiben will oder sowas, vor allem nachts, bringt Kaffee oder Cola einen Scheiß. Will man dann aber wirklich mal ins Bett und schlafen, kann man nicht einschlafen, wenn man zu viel Kaffee oder Cola intus hat. Deswegen bin ich dafür, dass wir gar nicht mehr schlafen müssen. So, den anlabern und jetzt können wir uns hier schon mal was Schönes aussuchen. Kettenstiefel, die schlechter sind als unsere. Toll. Ja, so viel dazu. Okay, Wayne. Können wir verkaufen. Und jetzt da hinten noch eine Quest abgeben. Ja, danke. Schön. So. Mal sehen, ob wir schon was Neues lernen können. Kriegerausbilder. Was hat der für uns? Nee, anscheinend noch nicht. Gut, gut. Die Währung in diesem Spiel heißt übrigens China. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Okay, so. Jetzt haben wir hier diese Quests abgegeben. Da hinten haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Seelenheiler. Ja, die sind für eine Sache gut. Und zwar, wenn man stirbt, wird man wiederbelebt. Am nächsten Basilisken, glaube ich. Und da ist es... Ja, bei diesen Basilisken... wie soll ich das am besten sagen? Also, dann bekommt man so eine Art... Minus-Bonus. Negativ-Bonus, sag ich mal. Und der hält, glaube ich, 10 Minuten. Und bei einem Seelenheiler kann man für eine kleine Gebühr oder gegen eine kleine Gebühr seine Seele heilen lassen. Und dann ist die... Ja, dieser Negativ-Bonus ist dann erloschen. Gut. Ich gucke jetzt nochmal in mein Inventar, da habe ich nämlich einiges an Bullshit, was ich jetzt noch verkaufen werde und dann verabschiede ich mich gleich für heute. So. Gegenstände verkaufen. Sonstige Gegenstände verkaufen, dann verkaufen wir noch das und dann verkaufen wir noch das und dann verkaufen wir noch, ja, nee, das und dann verkaufen wir noch das und dann verkaufen wir noch, was ist das? Fokusperle, Nahrung, das Schild verkaufen wir noch und was ist das? Auch Nahrung. Ich habe so viel Nahrung. Daher brauche ich das noch nicht. Ich kann mich erstmal noch so heilen. Mana-Punkte ausweichen plus 4, nee. Blocken plus 2, nee. Verkaufen wir erstmal alles, wir brauchen das Geld, wir sind jung und brauchen das Geld. So,
Und damit, mit diesen wunderschönen Bildern, verabschiede ich mich für heute aus Aion. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play. Und hoffentlich schaltet ihr auch immer wieder ein. Und wie gesagt, das ist erstmal nur ein Nebenprojekt. Ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt großartig als Hauptprojekt machen werde. Ich werde es zwar immer aufnehmen, wenn ich spiele, zumindest mit diesem Char. Aber als Hauptprojekt, das es ist einfach so ein bisschen, ja. Es ist immer so eine Sache. Es ist, ja, ihr wisst schon. So, da habe ich mich doch tatsächlich gerade selbst ins Aus befördert. Eigentlich wollte ich nur noch mal eben kurz Tschüss sagen und ja. Also, wie gesagt, kleines Nebenprojekt und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir Feedback, wie ihr dieses Let's Play findet. Ja. Ansonsten war's das für heute. Bis dann dann. Bis denn dann. Tschüss.